Hallo, wir heißen Sie alle herzlich willkommen zum Webinar des Deutschkonsortiums mit Unterstützung von Virtual Instruments. Bevor wir mit den Livecast 5 Leistungskriterien einer modernen IPM-Plattform beginnen, noch ein paar Hinweise vorab. Alle Teilnehmer sind stummgestellt, aber Sie haben die Gelegenheit, Ihre Fragen im Questions-Panel zu stellen, die wir probieren, alle innerhalb des Webinars zu beantworten. Eine Aufzeichnung stellen wir allen Teilnehmern im Anschluss zur Verfügung. Anwesend sind hier Kai Preuß, zuständig für den Vertrieb im deutschsprachigen Raum, mit seinem Kollegen Frank Mickert, unseren virtuellen Instruments-Veteranen und Sales-Ingenieur, sowie Norbert Deutschle vom Storage-Konsortium, an den ich jetzt übergebe. Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite nochmal ganz herzlich willkommen zu diesem IPM-Webinar, das wir unter den Titel gestellt haben: 5 Leistungskriterien einer modernen Infrastruktur-Performance-Management-Plattform. Das Ganze habe ich innerhalb eines White Papers zusammengefasst, das Sie im Anschluss daran auch zum Download erhalten, beziehungsweise die auf unserer Webseite www.deutschkonsortium.de als PDF auch zum Download zur Verfügung steht. Ja, wir haben das Ganze mal intelligentes Unwetter-Frühwarnsystem für Rechenzentrum genannt. Warum Unwetter-Frühwarnsystem? Ja, da werden wir im Webcast jetzt noch im Detail drauf eingehen. Es stecken schon ein paar Worte drin: proaktiv, Echtzeit, möglichst Echtzeitüberwachung von Infrastrukturen. Und bevor ich jetzt direkt dann zu den Kollegen von Virtual Instruments überleite, noch ganz kurz ein Wort zum Storage Konsortium. Ich habe das Ganze 2005 ins Leben gerufen und es ist eine unabhängige, eine verlagsunabhängige Plattform. Und die Schwerpunkte dieser bilden neben dem Hauptgebiet Storage und Storage Management, Data Management, Informationen zu Server- und Netzwerkinfrastrukturlösungen, sowohl für professionelle Rechenzentren, aber natürlich auch für RZs von Cloud Services Providern. So, und unser heutiger Gast ist die Firma Virtual Instruments. Und da möchte ich nochmal ganz herzlich den Frank Mickert, Senior Technical Consultant, hier begrüßen, der dann auch die Demo durchführen wird. Und Kai Preuß, der schon vorgestellt wurde als Regional Sales Manager DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz, der auch jetzt als Einführung sozusagen mal ein bisschen was zum Thema Virtual Instruments und dem Lösungsportfolio sagen wird. Bitte, Kai. Ja, wunderbar. Ich freue mich auf jeden Fall, Sie so zahlreich begrüßen zu können. Ich freue mich wirklich, dass wir heute auch vom Storage Konsortium hier die Möglichkeit haben, danke nochmal an dich, Norbert, dass wir die Möglichkeit haben, hier uns heute kurz vorzustellen. Hier ein kurzes Slide, dass alles, was wir sagen, nicht gegen uns verwendet werden darf. Ich denke, das ist so üblich bei amerikanischen Softwareunternehmen. Und wollte unsere Firma jetzt nochmal ganz kurz vorstellen. Wir sind ein amerikanisches Softwareunternehmen, es gibt seit 2008. Wir stellen ganz einfach gesagt Hardware- und Softwarelösungen her, um Performance und generell die Leistung der Applikationen und die Funktionsfähigkeit der Applikationen im Rechenzentrum sicherzustellen. Unser Mission Statement sagt hier, dass wir Infrastrukturmanagement hier neu erfunden haben. Und was wir damit meinen und so weiter, das denke ich, werden wir gleich erklären. Der Knackpunkt ist, dass komplexe Infrastrukturen, dass die Infrastrukturen immer komplexer werden, immer mehr Applikationen auf der gleichen Infrastruktur laufen, ja, und sich gegenseitig beeinflussen. Und da wollen wir Transparenz reinbringen mit unseren Lösungen, um Kunden dann proaktiv zu helfen, ja, Performance-Probleme der Infrastruktur, sag ich mal, frühzeitig zu erkennen. Ja, oder wenn es schon Probleme gibt, die dann zu beheben, zum Beispiel das SAP ist langsam oder die Datenbank bleibt aus mysteriösen Gründen stehen. Wo liegt die Ursache in dem komplexen Zusammenspiel? Das sind Szenarien, da wollen wir helfen, da bieten wir Lösungen an. Eben, und wir nutzen die Lösung, die wir natürlich, die Hardware- und Softwarelösung, die wir haben, dann in Service Engagement, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber natürlich auch in permanenten Installationen, wo es dann natürlich darum geht, permanent
sag ich mal, die Performance von Infrastrukturkomponenten da an der Stelle sicherzustellen. In der Regel lernen wir unsere Kunden aber dadurch kennen, dass es Probleme gibt, dass es zu Ausfällen gekommen ist oder Eskalationsszenarien vielleicht mit verschiedenen Herstellern oder Fachabteilungen gibt. Und da setzen wir dann an, um gemeinsam mit Ihnen, unseren Kunden, dann Lösungen herbeizuführen, möglichst schnell. Das ist unser Tagesgeschäft, Entstörung von Infrastrukturen, die Begleitung von Auswahlprozessen für neue Speicherplattformen zum Beispiel. Und das, sagen wir, ist unser Daily Business. In Troubleshooting-Szenarien, sag ich mal, haben wir eine Erfolgsquote von 100% und da sind wir sehr stolz drauf. Deswegen erwähne ich das auch hier. Wir wollen unseren Kunden helfen. Mit unserer Expertise und eben Antworten auf Probleme und Probleme dann da entsprechend geben. Ich habe hier mal ganz kurz so die zwei Hauptkomponenten unserer Lösungsplattform oder unserer IPM, Infrastructure Performance Management Plattform, vorgestellt. Ich sage immer so ganz salopp, das ist auf der rechten Seite die gelbe Box. Die gelbe Box heißt Virtual Wisdom. Die ist dazu da, um Workloads, Infrastrukturen, wie eine Applikation auf der Infrastruktur funktioniert oder wie Applikationen sich gegenseitig beeinflussen, in der hohen Granularität zu erfassen und in der Virtual Wisdom Plattform, sage ich mal, zu konsolidieren. Darauf laufen dann entsprechende Algorithmen ab, um möglichst schnell Handlungsanweisungen zu geben, wo die Ursache ist eines Problems, warum ist es SAP langsam und was die kritischen Punkte dabei sind, das wollen wir nachher noch ein bisschen rausarbeiten. Einer der kritischsten Punkte, die ich immer gerne heraushebe, und da werden wir auch in der Demo, die der Frank Mickert gleich noch zeigen wird, kurz darauf eingehen. Durchschnittswerte sind kein guter Hinweisgeber, ob irgendwo ein Problem existiert oder nicht. In 5-Minuten-Intervallen von Durchschnittswerten können sich so viele, ich sag mal, bei Latenzen zum Beispiel schlechte IOs verstecken. Aber da gehen wir nach gleich in der Demo noch ein bisschen auf. Wichtig ist mir hier herauszuheben, dass wir uns eben nicht nur auf das Thema mit unserer IPM-Plattform, auch wenn es so unser Ursprung ist, nicht nur auf Storage fokussieren, nicht nur auf Block, File, entsprechend NAS oder Fiber-Channel-Systeme, sondern dass wir versuchen, die Infrastruktur ganzheitlich zu erfassen. Das heißt, die IOs von der virtuellen Maschine, von einem Server durch die ganze Infrastruktur verfolgen zu können und dann eben Hinweise zu geben, warum ist jetzt die Applikation langsam? Liegt es am Server, liegt es am Netzwerk, liegt es am Fiber Channel? Und dazu dient unsere Lösung, die gelbe Box Virtual Wisdom, da möglichst schnell Antworten zu liefern. Und da will ich nicht zu weit vorweggreifen, da denke ich, werden wir einiges noch lernen, wenn der Frank Mickert gleich seine Demo gibt. Noch ganz kurz zur grünen Box. Die grüne Box hilft dann, die Workloads, die wir in feinster Granularität in der Infrastruktur aufgezeichnet haben, wieder abzuspielen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Evaluierung habe, ich will drei Speicherhersteller aussuchen, eine neue Speicherklasse für meine neue Applikation, dann kann ich mit der gelben Box die Workload feingranular erfassen und kann die Workload mit dem Lastgenerator der Workload Wisdom Plattform wieder auf so ein Storage Array abspielen. Ja, solange, ich sage immer so salopp, bis Rauch aufsteigt auf der anderen Seite, um einfach die Kernparameter, die Kernleistungsparameter von so einem System erstens herauszufinden und zweitens auch herauszufinden, ob welches System zu der Workload am besten passt, die Sie in Ihrem Unternehmen haben. Und ich weise darauf hin, ganz oft ist es ja so, dass man bei Auswahl von neuen Systemen ganz gerne mit Annahmen arbeitet. Wenn ich dann zum Beispiel hingehe und sage, ich möchte ein neues Speichersystem, das soll 50.000 IOPS, 3 Millisekunden im Durchschnitt und meine Read-Write-Ratio ist 70-30, dann habe ich sicherlich noch genügend Dinge vergessen, die ich noch falsch machen kann, wenn man dann solche Systeme dann auf Basis von solchen Annahmen kauft, dann passieren auch unter anderem mal Missgeschicke. Und da wollen wir helfen, eben einzugreifen und zu vermeiden. Deswegen, um eben zu helfen, da treten wir eben ganz gerne an mit unseren, sag mal, Services und Dienstleistungen, die wir bringen. Auf der einen Seite, was ich eben gerade angesprochen habe, zum Beispiel Performance-Testing und Validierung von neuen Speichersystemen.
aber nicht anhand von irgendeiner Workload oder anhand von Annahmen, sondern anhand von dem feingranularen Workload-Modell, das wir in Ihrer Infrastruktur erfasst haben. Ja, wir sehen jeden Storage-IO, wir wissen genau, wie die IO-Größenverteilung ist in der Infrastruktur. Das heißt, keine Annahmen auf Basis von Durchschnittswerten, sondern glasklare Messungen geben dann glasklare Ansätze, wie ich dann das genau herauskristallisieren kann, wo ich, sagen wir, am meisten für mein Geld bekomme, von der Auswahl der Leistungsfähigkeit der Speichersysteme. Wie erfassen wir die Workloads? Im Detail, glaube ich, wird der Frank da gleich zwei, drei Sätze zu sagen. Aber in unseren Infrastructure Performance Assessments gehen wir eben hin, untersuchen die Infrastruktur, erfassen feingranular die Workload ihrer Systeme und zeichnen die dann auf. Der Vorteil, den wir haben mit unseren Ansätzen, mit der Hardware- und Softwarelösung, die wir einsetzen, wir sind nicht ein Protokoll-Analyzer, den man mal 2 Stunden mitlaufen lässt und dann seine Schlüsse versucht daraus zu ziehen, sondern unsere Assessments, die gehen über mehrere Wochen in aller Regel, um dann halt auch wirklich schwer zu knackende Probleme zu identifizieren. Weil immer, wenn man ein Problem hat, einen Protokoll-Analyzer ansteckt, ist das Problem vielleicht nicht mehr da und man sieht im Grunde genommen nicht. Deswegen sind unsere Assessments dann auch so angelegt. Wir bieten natürlich unsere Assessments oder unsere Hilfe auch dann an, sag ich mal, ob das Rechenzentrum brennt, also wenn jetzt gerade ein Ausfall ist, eine Applikation, Warroom-Situation, verschiedene Berater, Kunden, Hersteller sitzen in einem Raum und versuchen jetzt zu einer Entstörung von Problemen beizutragen, dann bieten wir natürlich auch an, in extrem kurzen Mobilisierungszeiten dann sofort vor Ort zu kommen und ihnen dann Hilfestellung zu geben. Wobei wir auch helfen können, ist, viele IT-Strategien basieren mittlerweile auf Cloud-First-Strategien. Aber wie kann ich denn genau entscheiden, welche Applikation ich als erstes in die Cloud packe oder welche Applikation gibt es vielleicht gar keinen Business Case oder gibt es vielleicht keinen Business Case, die in die Cloud zu packen? Und die meisten Cloud-Service-Provider bieten natürlich Tools an, um ihre Workload zu erfassen. Aber ich sag mal so, glaube, das so ein bisschen wie den Cloud zum Gärtner zu machen, einen Cloud-Provider zu bitten, zu fragen, ob die Applikation am besten in der Cloud läuft, und die Antwort ist immer ja. Und da können wir eben helfen, mit unseren Assessments da Klarheit reinzubringen. Wir wollen Ihnen helfen durch unsere Expertise, langjährige Expertise in dem Bereich. Und ja, wie das im Einzelnen aussehen kann und wie unsere Lösung im Einzelnen auch aussieht, denke ich, das werden wir Ihnen jetzt in einer kurzen, aber prägnanten Live-Demo zeigen. Frank, ich würde dich dann jetzt hiermit zum Presenter machen. Perfekt. Dann mal los. So, ich hoffe, Sie können alle meinen Bildschirm sehen. Ja, ich kann es. Oh, wunderbar. Ja, gut, dann fange ich mal kurz an. Ja, vielleicht kurz zu meiner Person. Mein Name ist Frank Mickert. Ich bin seit 35 Jahren im Storage, Fiber Channel, Monitoring Business und ich bin seit 5 Jahren als Pre-Sales Consultant bei der VI tätig. Zusammen mit dem Kai betreue ich die Region DACH bei uns und ich freue mich, heute Ihnen die Demo geben zu können. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir einsteigen. Der Kai hat ganz zwei wichtige Worte in seiner Präsentation genannt. Das wäre einmal das Thema Korrelation und einmal das Thema Realtime-Daten. Vielleicht mal ganz kurz, warum das so wichtig ist. Wenn Sie eine Aussage oder einen Fehler von einem Monitoring-System bekommen, zum Beispiel Sie haben eine hohe Q-Tiefe oder die Buffer-to-Buffer-Credits sind hoch, dann nutzt Ihnen diese Aussage im Prinzip eigentlich recht wenig, weil Sie nicht wissen, was ich damit machen soll und welche Systeme betroffen sind, sondern um zu sehen, was letztendlich die Ursache von dieser ganzen Geschichte ist, müssen Sie das korrelieren mit anderen Dingen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ihre Antwortzeiten für Ihre Applikation gehen in die Höhe. Dann muss irgendwas zeitgleich in Ihrer Infrastruktur passiert sein, was das hervorgerufen hat.
Dadurch, dass wir alle diese Datenquellen abzapfen, wir haben also die Möglichkeit, die virtuelle Umgebung anzuschauen, die physikalische Umgebung, die Switch-Umgebung, können wir jederzeit sehen, die Antwortzeit geht in die Höhe. Vielleicht hat irgendjemand ein Kabel neu gebogen und meine CRC-Error sind in die Höhe gegangen zeitgleich. Das heißt, Korrelation ist key. In dem Moment, wo ich die Möglichkeit habe, verschiedene Daten miteinander zu korrelieren, finde ich relativ schnell, was ist der Verursacher von meinen Problemen. Das zweite Thema sind die Realtime-Daten. Der Kai hat es eben auch schon mal ganz kurz erwähnt. Alle Ihre Systeme von den Switchen, von dem Storage, von den Servern sagen Ihnen, die Antwortzeiten von der Applikation, 5 Millisekunden sind prima, aber in dem Hintergrund rappelt ständig das Telefon, dass die Leute sagen, wir haben Probleme bis zu Outage sind. Grund dafür sind meine Realtime, das sind letztendlich die Average-Daten, die ich nur zur Verfügung habe, weil ich bekomme immer einen Durchschnittswert über 5 Minuten und diese 5 Minuten sagen mir, ich habe 5 Millisekunden. Dass ich zwischendrin Spikes habe von 1000 bis zu 5000 Millisekunden oder 4500 Millisekunden, das kann ich quasi nicht sehen. So, das war die kurze Einleitung. Jetzt gehen wir mal kurz rein, was ich so gemacht habe. Ich habe hier so einen Report aufgemacht. Ich habe den mal Frank Morning View genommen, View 3. Das heißt also, hier habe ich verschiedene Widgets, wie wir die nennen, wo ich mir einfach mal einen Überblick verschaffe, wie läuft denn meine Systeme, wie laufen meine Applikationen im Moment. Das geht los, dass ich mir hier meine Applikationen anschauen kann, welche Applikationen haben irgendwelche Alarme. Da komme ich gleich nochmal später darauf zurück, weil von hier aus würden wir jetzt zum Beispiel ein Troubleshooting starten. Ich könnte mir hier anschauen, was für Applikationen haben meine schlechtesten Antwortzeiten. Alles wieder mit diesem Farbschema, grün, gelb, rot, das heißt grün, alles in Ordnung, gelb müssen wir mal schauen, rot, ich habe ein Problem, da müsste ich nachgucken. Wir haben für alle unsere 3000 Metriken, haben wir quasi dann so Charts, die wir hier haben, das ist jetzt ein Trendchart. Hier sehen Sie den Verlauf über eine gewisse Zeit. Selbstverständlich können Sie reinzoomen, Sie können rauszoomen, Sie können gewisse Sachen ein- und ausschalten. Das heißt, alles, was Sie erwarten, was Sie mit so einem Chart machen können, das können Sie dementsprechend auch tun. Auch hier meine Antwortzeiten. Und hier kommen wir jetzt an das Punkt Realtime-Daten. Ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt. Hier zeichnen wir unsere Daten auf, wo wir, wie viel Read-IOs oder in dem Fall, also Read-IOs über einen gewissen Zeitrahmen, den wir hier oben einstellen, dann aufgelaufen sind. Wenn wir jetzt hier mal schauen, dann sehen wir, dass wir 40.600.571 Reads hatten, die in der Zeit zwischen 0,5 und 1 Millisekunde abgearbeitet wurden. Diese Reads sind kein Problem. Die sind schnell. Die wurden schnell abgearbeitet. Wenn wir das ganze Thema aber mal ein Stück weit auf die rechte Seite verfolgen, dann sehen wir, wir haben eben noch 64.000 Reads, die 500 bis 1000 Millisekunden gebraucht haben, bis sie abgearbeitet wurden, und 1400, die bis zu 4500 Millisekunden gebraucht haben, bis sie abgearbeitet wurden. Und das sind genau diese ITLs, diese Initiated Target Loon Konversationen, die dazu führen, dass meine Applikation hustet. Jetzt ist es zwar schön, dass wir wissen, welche ITLs es sind oder dass da welche da sind. Ich kann mir sie natürlich aber auch anzeigen lassen. Wenn ich mir die anschaue und schaue mir die ITL an, dann sehe ich jeden Initiator Target Loon Konversation, die Konversationen hatten, die so lange gebraucht haben. Zum Beispiel hier sehen wir, der Initiator war der UCS 13B, das Target war eine VNX und die Loon war die Loon Nummer 0. Das ist quasi die Basis, die wir brauchen, um dann letztendlich durch Korrelation herauszufinden, was ist das Problem an der ganzen Geschichte. Wir haben dafür Automatismen entwickelt, die wir bei uns Analytics nennen, wo wir dann, das zeige ich Ihnen später nochmal im Detail, wo wir quasi Events nehmen und Traffic-Pattern schauen, die genau zu diesem Zeitpunkt aufgelaufen sind. Wenn wir noch ein Stück weit weiter runtergehen, einfach nur mal zur Übersicht, wir haben hier diese Charts, wo wir grundsätzlich alle verschiedenen Metriken zusammen in einem Chart fassen können. Wir haben hier unsere SLA-Charts, wo wir sehen, sind wir in unsere SLAs drin oder sind wir aus den SLAs draußen. Die können so angepasst werden. Zum Beispiel hier habe ich jetzt 99% meiner Reads müssen innerhalb von 100 Millisekunden abgearbeitet werden. Ja oder nein. Wir haben Vergleichscharts. Wir können uns gucken, wie unsere IO-Sizes sind. Das heißt, das sind quasi alles Werte, die wir einfach nur mal anzeigen. Und mit jedem neuen Starten von diesem Report werden die neu mit den aktuellsten Daten versehen. Jetzt gehen wir aber mal zu dem Punkt, was würden wir denn machen, wenn wir hier eine Applikation haben? Wir sehen hier eine, die CRM-Applikation hat ein Problem. Wir schauen mal, was ist es denn für ein Problem und wie lösen wir das Problem? Das heißt, wir gehen hier auf die Applikation und schauen wir uns erstmal die Topologie an. Jawohl, ich habe was geändert, ich habe es aber nicht gespeichert. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal die Topologie von dieser Applikation an
Das heißt, die grafische Zeichnung von dieser Applikation. Das sieht wie folgt aus. Wir haben hier verschiedene Server, die über zwei Fabrics, wir haben hier zwei Fabrics, an zwei Storage-Systemen hängen. Und alle Produkte, die quasi einen Alarm haben oder ein Event haben, sind quasi gelb hinterlegt. Wenn man hier drauf geht, kann man auch schön die Geschwindigkeiten sehen, mit welcher Geschwindigkeit in dem Fall die verschiedenen Hosts angebunden sind. Das gibt uns schon mal generell schnell mal eine Indikation, ob wir vielleicht ein Slow-Train-Device haben, weil immer wenn ich unterschiedliche Geschwindigkeiten habe, ist es ja recht leicht möglich, dass ich da in eine Slow-Train-Device-Thematik mit reinkomme. Wir schauen uns mal die VNX hier an. Die VNX, wir sehen, wir haben zwei Open Cases und Child Entities. Wir schauen uns mal an die verschiedenen Storage Ports. Das heißt, in dieser Topologie kann ich selbstverständlich in jedes Produkt reindrillen. Ich kann mir die physikalischen Komponenten anschauen oder auch bei den ESX-Servern kann ich mir die virtuellen Maschinen mit anschauen. Das heißt, ganz normal reindrillen und rausdrillen. Wenn ich mir jetzt hier mal anschaue, jetzt habe ich die VNX aufgeteilt in zwei verschiedene Storage Ports. Jetzt schaue ich mir mal an, was sind denn für Alarme da, was sind denn für Fehler da. In dem Fall sind hier ein Fabric Buffer-to-Buffer-Kredit aufgelaufen. Ich habe hier meine Entity, wo es aufgelaufen ist und wann es zum letzten Mal passiert ist. Wenn ich den jetzt mal aufmache, dann kommen wir ja mal zu dem ersten Punkt, was uns schon mal grundlegend von allen anderen Systemen im Markt unterscheidet, weil wir zeigen nicht einfach nur den Alarm, sondern wir zeigen auch, welche Applikationen sind denn davon betroffen und wir zeigen durch unsere Investigation, was auf der rechten Seite steht, was muss ich machen, um dieses Problem zu lösen. Das heißt, ich gehe mal im Detail rein, wir sehen hier, das ist eine VNX, wir sehen den Storage Port, wir sehen die Applikationen, die betroffen sind, das heißt, wenn ich hier Tier 0 oder Tier 1 Applikationen drin habe, dann weiß ich, ich sollte mich schleunigst um das Problem kümmern. Wenn ich nur Tier 3 Applikationen habe, dann weiß ich, das ist vielleicht nicht ganz so dramatisch. Hier unten habe ich meine Rules, warum dieser Alarm getriggert wurde. Und in der Mitte sehen Sie schon mal ein kleines Zeitfenster, wo ich anhand der letzten 2 Stunden sehen kann, war das nur ein einmaliger Spike oder war das etwas, was sich über eine gewisse Zeit aufgebaut hat. Wenn ich jetzt mal zu der rechten Seite gehe, dann sind unsere Investigationen mit dabei, weil das ist eine Datenbank. Unsere Kollegen vom Professional Service haben umfangreiche Erfahrungen gesammelt in den vielen, vielen Jahren, wo sie draußen beim Kunden waren und haben quasi diese Informationen in ein PDF-Dokument reingebracht. Bei uns hieß es dann Troubleshooting Guide. Und das heißt, immer wenn wir ein Problem hatten, konnte man nachschlagen, bei welchem Kunden war das aufgetreten, was war die Ursache von dieser ganzen Geschichte. Diese Informationen haben wir jetzt quasi in unser System mit reingebracht. Das bedeutet, wir haben alle diese Informationen hier mit reingebracht. Das heißt, in diesem Fall sind zwei verschiedene Ursachen in der Regel das Problem gewesen. Die kann man jetzt dementsprechend bearbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf meine zweite gehe, ist eine HBAQ-Dev-Setting vielleicht zu hoch, dann schaue ich mir mal an, was ist das denn? Als allererstes bekomme ich eine Information, was ist denn eine HBAQ-Dev-Setting? Warum brauche ich HBAQ-Dev-Setting und warum ist das so ein Problem und was kann ich letztendlich machen, um das Thema zu lösen? Und wie bekomme ich die ideale das ideale HBAQ-Dev-Setting raus? Weil Sie wissen, es gibt keine Möglichkeit oder es gibt keinen Mechanismus, wie ich den exakten QDev-Wert in meinem HBA feststelle. Mit Ausnahme über Virtual Instruments. Wir machen das, indem wir quasi alle Konversationen zählen und wissen die Antwortzeiten und geben Ihnen dann quasi direkt den Ratschlag, wie muss die QDev-Settings in meinem HBA wirklich eingestellt sein. Ich zeige es Ihnen auch gleich. Das heißt, dazu haben wir eine unserer Analysefunktionalitäten, in dem Fall den QSolver. Wenn ich den starte, bekomme ich quasi dann die Anweisung, was muss ich machen, um das ganze Thema zu analysieren und den Ratschlag zu erhalten, wie muss ich meine QSolver einstellen. Vielleicht noch ganz kurz hier unten. Wir sehen, wir haben eine aktive Investigation. Wenn Sie morgens ins Büro reinkommen, Sie sehen diesen Alarm und Sie nehmen sich dieser Sache an, dann können Sie quasi das als aktive Investigation nehmen. Sie sagen, ich kümmere mich drum und jeder Ihrer Kollegen, der das nach Ihnen sieht, weiß, der Kollege kümmert sich schon drum und ich muss das nicht machen. Wenn das Problem geclosed wird, kann es dementsprechend auch hier wieder closen und jeder weiß, ist alles in Ordnung. Aber ganz kurz zur Lösung des Problems. Vielleicht nochmal, bevor ich das mache. Also, wir zeigen Ihnen, was ist der Alarm. Wir zeigen Ihnen unterm Strich, wer ist der Verursacher von dem Alarm und wir zeigen Ihnen, wie das ganze Thema zu lösen ist. Wir starten den QSolver. QSolver, ich muss das mal so machen. Er möchte jetzt quasi wissen, einen von diesen HBAs,
die ja angeschlossen ist an mein System. Ich nehme mal den ESX3, von dem weiß ich, dass ich Daten habe. Ich starte das ganze Thema und kurz darauf, sobald es durchgelaufen ist, bekomme ich quasi meine Anzeige, wie sind denn meine QDIF-Werte in Realität. Das heißt, hier unten sehe ich, ich habe QDIF-Werte, die gehen hoch bis zu 32. Das machen wir ja, indem wir die Outstanding Exchanges einfach mitzählen. Wir wissen also, die QDIF-Werte sitzen auf 32 in meinem HBA. Die gelben Boxen, die Sie mittendrin sehen, sind meine Antwortzeiten, die ich habe, wenn so und so viele QTIFen oder Outstanding Exchanges aufgelaufen waren. Das heißt, hier sehen wir bis zum Bereich von 28 oder von 30 bewegen wir uns konstant um die 10 bis zu 10 Millisekunden. Wenn wir allerdings sehen, wir gehen in den Bereich von 32 rein, dann gehen meine Antwortzeiten in die Höhe. Bei einem stark ausgelasteten System haben wir diesen ganz normalen Hockeystick-Effekt normalerweise, dass es irgendwann in die Höhe geht. Und dieser grüne Balken zeigt Ihnen den optimalen Wert für diese Einstellung ein. Das heißt, Sie bekommen von uns dann quasi in Klarschrift eine Anweisung oder einen Vorschlag, wie sollte meine QDIF-Tiefe in meinem HBA denn wirklich eingestellt sein. Das heißt, im Moment steht es auf 32 und wir würden vorschlagen, die QDIF-Tiefe sollte für diesen HBA auf 29 eingestellt werden, wobei wir allerdings auch sagen, dass der Wert von 32 auf 29 wahrscheinlich in diesem Fall keine großen Auswirkungen haben wird. In der Realität hat sich herausgestellt, oftmals stehen diese Werte auf 32 und der richtige Wert wäre dementsprechend 14 oder 10 oder 20. Da hat es dann dementsprechend wirkliche Auswirkungen. Das heißt also, das ist quasi die Analyse von Ihrem Problem und auch quasi die Anweisung oder den Vorschlag, was muss ich machen, um mein Problem zu lösen. Wenn wir mal zu den Analytics gehen, zu den anderen Analytics, die wir haben. Ich fange mal an mit dem Seasonal Trend. Ich hatte Ihnen gesagt, oder der Kai hat Ihnen schon gesagt, wir monitoren Ihr System kontinuierlich. Das heißt, wir sehen alle Traffic Patterns von jeder einzelnen Metrik und speichern alle diese Traffic Patterns von jeder einzelnen Metrik aus. Das bedeutet auch, wir wissen, was Ihr normales Verhalten ist und wir wissen, was Ihr abnormales Verhalten ist oder normalen, was außerhalb der Norm ist. Wenn wir jetzt mal hier schauen, wir haben hier eine Metrik, die nennen wir die Read Completion Time, die Antwortzeiten, haben hier unsere Applikation, das ist eine CRM-Applikation. Und dann sehen wir hier unten, was ist mein Expected Pattern? Das ist diese hellgrüne Linie. Das heißt, das ist das, was wir gelernt haben, wie diese Antwortzeiten sich für diese Applikation verhalten. Und dann haben wir noch unser reales Pattern. Das heißt, das ist das Pattern, was wir quasi in Wirklichkeit gesehen haben. Wir sehen, die gleichen sich relativ eng an. Es gibt leichte Unterschiede. Die Unterschiede werden in diesen Bars da gezeigt. Und zwar der grüne Bar sind Standardabweichungen nach oben oder nach unten von 1. Die gelben Bars sind Standardabweichungen von bis zu 3 Standardabweichungen. Und dann gibt es natürlich auch rote Abweichungen. Das heißt, wenn meine Abweichung sehr hoch ist, dann habe ich quasi hier einen roten Balken. Das ist übrigens auch die Möglichkeit, worauf ich alarmieren kann. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit oder ich habe dann die Möglichkeit und kann aufgrund von diesem erwarteten Pattern aus diesem Machine Learned Daten mich zu alarmieren. Das heißt, ich brauche keine fixen Werte mehr einzustellen, sondern ich alarmiere auf Abweichungen von meinem erwarteten Pattern. Kurzum, wir wissen quasi für Ihr komplettes System, was ist Ihr erwartetes Verhalten und was ist Ihr abnormales Verhalten. Und da wir das wissen, haben wir auch die Möglichkeit und können schauen nach allem, was an abnormalen Verhalten da ist oder an Events, die uns aufgefallen sind, die nicht normal sind. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal unseren Event Advisor starten, ich habe da ein Template aufgemacht, das kann ich mir mal anschauen und ich würde mir gerne mal schauen, ob ich irgendetwas in unserem System finde, in unserer kompletten Datenbank, wo meine Read-Payload abweicht von meinem normalen Verhalten. Da kann ich übrigens jede einzelne Metrik nehmen. Das heißt, ich kann jede einzelne Metrik von Fehlerraten, von Durchsatz, von Performance, alles das kann ich hier reinnehmen und kann das System fragen. Zeig mir doch mal an, ob wir irgendein abnormales oder unerwartetes Verhalten haben. Wir haben einiges. Wir sehen hier eine AMS. Ich nehme mal die erste in der Linie. Und hier sehen wir jetzt quasi ein Traffic-Pattern, wo wir sehen, aha, um 6 ging meine Read-Payload-Rate in die Höhe, was wir vorher nicht kannten, was für uns ein abnormales Verhalten ist. Und um 7.15 Uhr ging meine Read-Payload-Rate wieder runter.
Jetzt ist die Frage, was ist denn die Ursache davon? Weil jetzt kommen wir an das Thema Korrelation. Wir möchten gern schauen, was ist zeitgleich in unserem ganzen System passiert, was das quasi hervorgerufen hat. Deswegen habe ich jetzt mal die Repeat-Payload Rate genommen und ich sage unserem System mittels Trend Match, jetzt schau doch mal, ob du ein Traffic Pattern findest, was genau zu dieser Kurve passt oder möglichst nah zu dieser Kurve passt, damit wir den Verursacher von unserem Problem finden. Ich starte es einfach mal schnell durch. Ich starte es. Dauert einen kleinen Moment. Jetzt durchsucht er die Datenbank nach Traffic Pattern, die passen. Im allerersten Moment gibt es mal so einen Bubble Chart. Das heißt, je röder das ganze Ding und je weiter oben dieses Bubble Chart ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Ich bekomme hier auch schon mal eine erste Information über meine Korrelation. Hier haben wir einen weiteren Storage-Port und hier haben wir einen HBA-Port. Nehmen wir einfach mal den HBA-Port. Und was wir jetzt quasi sehen ist, er legt mir die Kurven von verschiedenen anderen Datenquellen einfach übereinander. Das heißt, hier sehe ich jetzt die grüne Linie, die wir jetzt hier nicht mehr sehen, ist meine Read-Payload-Rate. Und die gelbe Linie, die oben drüber liegt, ist ein Server, der heißt Training 11b. Und hier habe ich meine Read-Payload-Rate von diesem Server. Das heißt also, dieser Server hat genau zu diesem Zeitpunkt angefangen zu lesen, was quasi dann die Ursache für meine hohe Read-Payload-Rate auf meinem Storage-System war. Wenn ich ein Stück weiter runtergehe, habe ich hier mit 96%iger Korrelation der gleiche Server. Hier habe ich meine Read-IOPS. Man sieht, die Read-IOPS von meinem Server sind genau zu diesem Zeitpunkt in die Höhe gegangen, wo meine Read-Payload-Rate von meinem Storage-Array auch in die Höhe gegangen sind. Auf diese Art und Weise finden wir zu jedem Traffic-Pattern, zu jedem Event, zu jedem Problem, finden wir den Auslöser oder letztendlich eine andere Komponente, die genau zu diesem Zeitpunkt das gleiche Traffic-Pattern oder ein ähnliches Traffic-Pattern haben. Und das gibt uns die Möglichkeit, relativ schnell herauszufinden, wenn ich ein Problem habe, was ist denn der Verursacher von meinem Problem? Und wenn ich das weiß, kann ich ganz normal über unsere Alarme, über unser Troubleshooting, wie ich es eben schon mal ganz kurz gezeigt habe, dann feststellen, was muss ich machen, um dieses Problem zu lösen. Bevor ich jetzt gleich rausgehe, wollte ich Ihnen noch mal ganz kurz die anderen Analyse-Geschichten zeigen, die wir gerade haben. Event Advisor, Trend Matcher und Q-Solver haben wir schon gesehen. Balance Finder gibt Ihnen die Möglichkeit, egal wie viel Server Sie haben, Ihnen ad hoc zu zeigen, wie viel meiner HBAs sind redundant angebunden oder meine Server sind redundant angebunden. Sind sie balanced, sind sie nicht balanced? Active, passive? Habe ich welche mit Fehlern? Sind sie in der gleichen Fabrik angebunden? Und das alles mittels eines Mausklicks. Sehr, sehr schnell. Storage Port Balancer, wenn Sie ein Storage Array haben und die Storage Ports sind ungleich ausgelastet, dann geben wir Ihnen den Vorschlag, welche Load sollte denn von welchem Storage Port auf welchen Storage Port umgemoved werden, damit es dementsprechend wieder balanced ist. VM-Koordinate und VM-Deployment Advisor, wo platziere ich am besten welche VM in unseren ESX-Systemen mit drin? So, das war es auf die Schnelle. Ich habe es versucht, in 10 Minuten und 15 Minuten durchzubringen. Ich schalte einfach mal um auf das Thema Question and Answer und wollte mal den Lennart fragen, ob denn Fragen aufgelaufen sind, die wir beantworten könnten. Also es gab auf jeden Fall ein paar Fragen. Eine ging darum, ob wir auch Integration haben und ob wir auch mit anderen Monitoring-Lösungen zusammenarbeiten, weil wir halt nur einen Teil quasi abbilden. Ja, ist oftmals die Frage nach dem Motto, können unsere Daten in ein übergeordnetes Monitoring-System mit implementiert werden? Ja, geht. Das heißt, wir können unsere Daten exportieren. Ich kann meine Daten übrigens auch als PF oder als Report exportieren. Ja, funktioniert. Wir reden übrigens von Integrationen neu. Die ganze Zeit haben wir gesagt, wir arbeiten mit Probes. Wenn das Wort Integrationen fällt, dann fallen auch gerne Integrationen, wo wir mit anderen Systemen wie AppDynamics oder mit Dynatrace zusammenarbeiten, wo wir unsere Daten direkt von diesen APM-Systemen reinladen. Das funktioniert also auch. Super. Dann hatten wir eine Frage, die ist wahrscheinlich ein bisschen so an Kai gerichtet. Sie ist ja kommerziell, also da hat jemand wollte wissen, wie wir das eigentlich alles lizenzieren. Also. Da kann ich aber auch gerne reinspringen. Ja, gut. Wenn dann der Kai gerade. Dann mach das mal.
Mache ich gerne. Also prinzipiell, wenn wir auf die Switche reingucken, das heißt, wir nennen das ProbSW, wo wir unsere Daten aus den Cisco oder aus den Brocade-Switchen rausholen, da wird die Anzahl der genutzten Fiber-Channel-Ports, ist im Prinzip einfach nur unsere Lizenz. Wenn wir auf der virtuellen Umgebung reinschauen, dann ist es die Anzahl meiner, ich gebe mal ein Beispiel von den ESX-Servern, also unabhängig davon, wie viele virtuelle Maschinen laufen. Wenn ich ins Licht reingucke, brauche ich die Anzahl der Links und ich brauche die Anzahl der Hardware-Probes, um diese Links zu monitoren. Das ist einfach eine Anzahl. Ich brauche 24 Links, dann brauche ich die Hardware-Probe, die 24 Links monitoren kann und ich brauche die Lizenz für diese 24 Links. Für alle weiteren Sachen, wie zum Beispiel OS-Monitoring, da bekomme ich quasi eine Lizenz für die Anzahl von Operating-Systemen, die ich monitoren möchte. Ja, das war es eigentlich größtenteils. Ansonsten brauche ich eine Appliance, das kann eine physikalische Appliance sein, das kann eine virtuelle Appliance sein und ich brauche die Lizenz dann dazu. So einfach ist es. Also Lizenzierung ist bei uns sehr, sehr einfach. Hört sich, glaube ich, komplizierter an, als es ist. Wir zählen Ports, Server und SAN-Ports und das war es eigentlich. Ich glaube, es ist relativ einfach gehalten. Lennart, haben wir noch eine andere Frage? Ja, wir haben hier noch eine Frage, die geht darum, wie die Hardware mit dem Storage-Server SAN und der Applikation kommuniziert und ob da irgendwelche Rechte benötigt werden. Das steht Fiber-Channel oder IP? Fragezeichen. Muss ich sagen, stehe ich jetzt im Moment auf dem Schlauch. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Also wie kommuniziert die Hardware mit dem Storage-Server im SAN und der Applikation, hat jemand gefragt. Also wir holen unsere Daten von der Switch-Infrastruktur ganz normal über IP. Das heißt, wir fragen im Prinzip einfach nur in dem Fall den BNA ab oder über SNMP holen wir unsere Daten von der Switch-Infrastruktur. Wir zapfen das vCenter an, wenn wir jetzt in der ESX-Umgebung angehen. Ich brauche dementsprechend dann die Lizenz, oder was heißt die Lizenz? Ich brauche einen User, wo ich meinen vCenter anzapfen kann. Von der Physik habe ich sogenannte Traffic Access Points, wo ich quasi direkt im Fiber Channel Link mit drin bin und per Fiber Channel in unsere Probe mit reingehe und von da auch ganz normal über Ethernet in unsere Appliance mit rein. Da brauche ich auch nichts extra dafür. Vielleicht es auch, wird neu. Das funktioniert natürlich im NAS-Umfeld genauso wie im Fiber-Channel-Umfeld. Genau. Es wird Integrationen, jetzt sind wir bei diesem Statement, es wird Integrationen zu Storage-Systemen geben. Ich nehme mal jetzt hier die VMAX oder ich nehme mal den SVC. Da greifen wir auch ganz normal über IP drauf zu und holen uns unsere Daten aus der API. Also das ist eine Mischung aus Software-Probes über APIs, die dann über entsprechend IP-Verbindungen funktionieren und aus hardware-nahen Daten, die wir dann eben über unsere Traffic Access Points und unsere Hardware-Probes analysieren und konsolidieren in Realtime. Das ist dann der Punkt, wo wir jeden Storage-IO dann tatsächlich sehen, der über eine Leitung fließt, sei es Fiber-Channel oder NAS. Lennart, noch andere Fragen? Hier, so im Chat haben wir die jetzt oder in diesem Question Panel haben wir die erstmal abgearbeitet. Also sonst können wir ja nochmal vielleicht auf die Fragen eingehen, die wir Norbert, bei dir waren, glaube ich, noch Fragen angekommen, ne? Ja, also generelle, die mehr so in Richtung Applikation und Infrastruktur, den Connex. Also welchen Workload erzeugt denn meine Applikation auf der Infrastruktur? Das ist ja nicht nur eine Frage, die jetzt einen technischen Impetus hat, sondern das geht dahin auch, inwieweit ist sowas entscheidend oder beeinflusst kommen die Investitionsentscheidungen. Ne? Und wie kann die Lösung von Virtual Instruments hier konkret helfen? Ja, genau. Ich denke, der Frank hat ein paar Punkte schon genannt. Ich würde die Frage einfach mal nehmen. Also grundsätzliche, wir sind der Meinung, dass Durchschnittswerte Mist sind. Das würde ich ganz einfach mal so salopp formulieren. Und deswegen sind die Workloads und das Erfassen von Workloads und die Workloads sind ganz entscheidend bei der Auswahl und bei der Evaluierung von der Speicherlösung zum Beispiel. Ja, weil die bestimmen nachher dann natürlich absolut den Preis und die Workload hat natürlich auch einen entscheidenden Einfluss, sag ich mal, auf die Leistungsfähigkeit von der Infrastruktur. Ich habe da auch ein Beispiel aus der Praxis, wo wir bei einem Kunden neulich mal helfen konnten.
Datenspeicherhersteller ein altes, rostiges Speichersystem ablösen wollen von einem anderen Hersteller. Nennen wir ihn mal Hersteller A. Der neue Hersteller hat dann sein neues Speichersystem neu glänzend in das Rechenzentrum gestellt und hat eine Migration begonnen. Nach 50% der Migration musste er leider, sag ich mal, die Migration stoppen, weil das neue Speichersystem mit der Workload offensichtlich nicht zurechtkam, mit dem das alte Speichersystem keine Probleme hat. Und da sind wir genau an dem Punkt, dass es eben ganz, ganz entscheidend sein kann, zu erkennen, und vielleicht nicht auf Durchschnittswerten, wie sieht denn die IO-Size oder wie ist denn die Workload, basierend auf der O-Size, Latenzen oder dergleichen. In dem konkreten Fall war es dann eben so gewesen, dass wir über ein Assessment festgestellt haben, ja, dass die IO-Size und die Workload, die auf dem alten System lief, halt ganz anders war als die Annahmen, die man beim Sizing und als man es ausprobiert hat, getroffen hat. Ja, und das heißt, da konnten wir dann den entscheidenden Hinweis natürlich geben, wo der neue Hersteller dann nachbessern musste, an welchem Punkt, nämlich an seine Cache-Infrastruktur ein bisschen aufzubohren, damit die großen IOs, die dann da reihenweise reingekommen sind, auch entsprechend reingepasst haben, abgearbeitet werden können. Also das ist, denke ich, ganz entscheidend für die Investitionsentscheidung, dass man weiß, was ist meine Workload, und auch wenn man dann, sage ich mal, vielleicht sich mit dem Hersteller einigen will oder auch ein Proof of Concept durchführt, dass man den Hersteller auch mal challenged und dann, wir sagen dann, unsere grüne Box mal, ich sag mal immer so salopp, mal vielleicht ins Spiel bringt und dann mal so lange die kundeneigene Workload repliziert auf das Speichersystem und es dann vielleicht hochskaliert um Faktor, wir haben die grüne Box, ich sage immer so salopp, hat einen Lautstärkeregler, Faktor 1, Faktor 2, Faktor 3, wie gesagt, so lange bis am Ende Rauch aufsteigen. Da können wir nämlich helfen und entscheidende Hinweise geben, denke ich, wie man da Investitionsfehler vermeiden kann oder auch einem Hersteller helfen kann, sage ich mal, da von Anfang an ein richtiges System dann hinzustellen. Okay. Ja. Und ich kann auch noch mal sagen, es gab schon wieder eine neue Frage hier von der Audience. Es geht jetzt darum, wo wir uns ein bisschen abgrenzen. Es wird auch ein konkretes Produkt genannt, Nagios, und ob wir das ersetzen können und wo wir uns halt grundsätzlich abgrenzen davon. Ja. Also ich glaube, das ist eine sehr allgemeine Frage, weil man Nagios mit den verschiedenen Adaptoren, die es hat, natürlich sehr vielfältig einsetzen kann. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall erstmal sagen, it depends. Ja. Das können wir uns gerne im konkreten Fall dann mal anschauen. Und ich sag mal, Nagios und andere Systeme, auch andere, sag ich mal, Storage Resource Management Systeme, die am Markt existieren, die machen alle das Gleiche. Die sammeln aller Regel über den Collector im 5-Minuten-Intervall Daten. Und das sind leider in aller Regel Durchschnittsdaten. Das machen wir zwar auch in gewissen Situationen, wo wir keine besseren Werte bekommen können, ja, aber das ist eigentlich da, wo wir uns glasklar von anderen Systemen abheben. Nämlich dann, wenn man feingranulare Daten, und ich sag mal dann, wenn wir von jedem Storage-IO sprechen, dann meinen wir das auch so. Das heißt, wir sehen jede, und jetzt gebe ich mal wieder, was Frank immer sagen würde an der Stelle, wir sehen jede Initiator-Target-Loon-Verbindung in einer Infrastruktur, können die auch eben entsprechend zu einem Server, vielleicht auch zu einer VM am Ende in Zusammenhang bringen. Und wir schaffen da schon eine ganz andere Klasse von Transparenz. Und wenn man Performance-Probleme hat und versucht, mit Durchschnittswerten diese zu analysieren, da ist man da auf verlorenem Posten. Wie gesagt, weil ich glaube, bei Frank ist ja schon ganz gut rübergekommen, in 3 Millisekunden Durchschnitt in der Latenz, wie das im Einzelnen aussehen kann, dass da sich auch mal eine Sekunde oder 2 oder 5 Sekunden dann drin verstecken können und dass da dann in der Konstellation und in der Verbindung dann das Problem liegt, das ist ja dann augenscheinlich. Aber sowas sieht man nicht, wenn man nur Durchschnittswerte heranzieht. Also wir grenzen uns dadurch ab, dass wir die besten Werte liefern in der höchsten Granularität, die eine API, die ein System, die man technisch messen kann. Ja. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ansonsten können ja noch ein paar kommen nochmal nachgefasst werden. Genau.
Ja, hier nochmal Norbert Reuschle mit einer Frage. Und zwar das Stichwort Cloud-First-Strategien ist ja schon ganz am Anfang mal gefallen. Welche Möglichkeiten bietet denn das Werkzeug in Richtung jetzt Cloud Migration? Weil ich kann mir vorstellen, das wird ja zunehmend interessanter, Daten in die Cloud zu migrieren und gegebenenfalls auch wieder zurück. Da gibt es ja beliebig viele Punkte, wo auch Probleme auftauchen können. Ich würde SLA-bezogen, kostenbezogen etc. Ja, ich würde die Frage gerne beantworten. Hi hier. Okay. Und zwar mit vielleicht mit einer kleinen Erfahrung oder mit einem kleinen Beispiel, wie ich es in der Praxis mal erlebt habe. Sag mal, wenn jetzt ein Cloud-Service-Provider hinkommt und, sag ich mal, einem Kunden helfen will, eine Workload in eine Cloud, in seine Cloud zu packen, ja, dann finden natürlich da gewisse Assessments statt. Und da wird auch untersucht, gibt es überhaupt einen Business Case, um diese Applikation dann in die Cloud des Service-Providers zu migrieren. Ich sag mal, der Service-Provider ist natürlich getrieben, vielleicht auch von der Idee, er hätte gerne den Umsatz des Business, er würde gerne, sag ich mal, die Applikation in seine Cloud, in seiner Cloud aufnehmen. Und ich sag mal, ein Business Case, der da gebaut wird, der basiert dann ganz oft auf Annahmen, die vielleicht auch noch der Kunde liefert im Rahmen dieser Cloud-First-Strategie. Ereignet sich die Applikation X, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt SAP nehmen, ich nenne es einfach mal Applikation X jetzt, dafür in die Cloud migriert zu werden. Und gibt es dann einen Business Case dafür, nachher das auch in der Cloud effizient, auch kosteneffizient zu betreiben? Und wenn man jetzt dann wieder da schließt sich wieder der Kreis zu dem Thema Durchschnittswerte. Wenn ich da jetzt meinen Business Case, den auch der Cloud Service Provider natürlich gerne erstellt, dann macht, auf Durchschnittswerten basiere und dann meine Applikation dann in die Cloud migriere, dann habe ich stelle ich unter Umständen fest, dass ich einen ganz anderen Performance-Tier lande, als der Cloud-Service-Provider das irgendwann mal prognostiziert hat. Und das bedeutet, dass ich am Ende, wenn ich in einem anderen Tier bin, heißt das sicherlich nicht, dass es billiger wird, sondern eher, dass es teurer wird. Und in dem Moment ist meine Applikation aber in der Cloud. Und ich sehe das ja erst nach den ersten 2, 3 Rechnungen, die dann mal ins Haus geflattert sind. Und entschuldigen Sie jetzt meine dieser saloppe Formulierung, aber da an der Stelle, denke ich, können wir helfen, da die nötige Transparenz reinzubringen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtige Priorisierung herbeizuführen. Und wie gesagt, wir bieten da ganz charmante Lösungsansätze, Beratungsansätze an, um Kunden dahingehend zu beraten, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Okay, super, danke. Ich schaue jetzt mal ein bisschen auf die Zeit. 16:45, 46, wir sind jetzt mit dem eigentlichen Webcast laut Agenda durch. Es war noch das Angebot von Virtual Instruments, falls Interesse besteht, bis 16 Uhr noch mal in Richtung Hands-on-Demo ein bisschen vertiefter noch ins Produkt rein oder in die Lösung reinzugehen. Das mache ich natürlich oder machen wir jetzt natürlich abhängig davon von den Teilnehmern. Von Ihnen, die jetzt gerade hier in dem Webinar sind, vielleicht da ein kurzes Feedback dazu. Ansonsten wäre der offizielle Teil hiermit eigentlich beendet. Was ich vielleicht noch kurz hinzufügen möchte, wenn Sie so eine Demo mal in Ihrem Hause sehen möchten, bezogen auf Ihre Infrastruktur, mal in einer etwas ausführlicheren Form, sodass wir das alles mal gründlich machen können, dann können wir das natürlich auch in einem Webcast oder auch im persönlichen Gespräch, also ich würde dann zu Ihnen kommen, auch direkt bei Ihnen machen. Das heißt also, wir bräuchten im Prinzip nur eine kurze Information, am besten per E-Mail oder per Telefon, dass Sie daran interessiert werden, dann würden wir das auch dann in einer ausführlicheren Form direkt bei Ihnen machen. Genau, und jetzt dann vielleicht noch ein Hinweis von mir, und ich wollte nochmal auf das schöne White Paper von Norbert Deutschl verweisen und vom Storage Konsortium. Und ich denke, eine der einleitenden Fragen waren ja eigentlich, was sind die 5 Leistungskriterien einer modernen Infrastructure Performance Management Plattform? Ich habe es jetzt mal hier, ich lasse einfach mal ganz kurz hier stehen. Wer das ein bisschen genauer wissen will und verstehen will, der kriegt im Nachgang ja das White Paper zugeschickt und kann dann
sich gerne an uns wenden, um das oder an den Norbert Deutschen vom Storage Konsortium, wenn da noch weitere Fragen sind. Und ich denke, das ist bestimmt ist lesenswert. Ich habe es gelesen. Es liest sich ganz interessant. Es sind auch ein paar super interessante Kundenbeispiele drin, wo sich bestimmt der ein oder andere dann wieder drin finden wird. Und ich weiß nicht, es ist natürlich schwierig. Die Teilnehmer sind auf Mute. Es gab jetzt, glaube ich, gab es noch mal eine Rückmeldung, ob jemand noch Interesse hat, die Demo noch ein bisschen auszuweiten. Ich habe jetzt nichts gesehen. Lennart? Ja, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen so da, die Seitenbutton, da sind wir nicht so ganz durchgegangen, was sich dahinter verbirgt. Das war noch eine Frage. Also von der, okay. Was sind Seitenbutton? Ja, ja, die Navigation. Okay. Wer hat denn die Frage? Ich würde jetzt das Recording mal anhalten und würde vielleicht den Teilnehmer mal unmuten. Wer hatte die Frage denn gehabt? Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen. Nein, nicht anhalten, das Recording. Wer hatte die Frage? Okay, also ich kann aber ja, ein bisschen was zeigen einfach. Ich kann vielleicht einfach nochmal ein Stück weit drauf eingehen. Mit den Seitenbuttons waren wahrscheinlich diese Buttons auf der linken Seite gemeint. Ganz oben haben wir unsere Dashboards. Und zwar. Soll ich dich nochmal kurz einen Presenter machen, dass das auch ein bisschen visualisieren? Oh, das wäre natürlich praktisch. Ich dachte, ich wäre noch Presenter. Ja, das macht das ganze Sache natürlich dann ein Stück weit einfacher. Kai, kannst du mal schauen? Kannst du das? Ich kann alles sehen, du kannst reden und man kann alles wunderbar erkennen. Wir hatten ja diese Reports angezeigt. Das war quasi hier der Button hier unten. Das heißt, da ist das, wo ich meine Reports erstelle, wo ich dementsprechend alle meine Repositorien von meinen Reports habe. Wir haben allerdings auch ein sogenanntes Management-Dashboard. Das ist hier oben. Das Management-Dashboard ist quasi die Möglichkeit, wie ich mir all diese Daten, die ich hier als Reports hinterlegt habe, auf einem Bildschirm anzeigen lassen, wo sie automatisch aktualisiert werden. Das heißt also, diese Daten, die ich jetzt hier sehe, werden alle 10 Sekunden aktualisiert und ich kann auch meine ganzen Linien automatisch hoch oder runter scrollen lassen, sodass ich, wenn ich auf dem Bildschirm sehe und alles ist dementsprechend grün und es scrollt quasi immer ein Stück weit höher von all meinen Applikationen, da kann ich quasi auf einen Blick sehen, ob sich zum Beispiel meine SLAs zu einem Zeitpunkt verändern, ob irgendwas von grün auf rot wechselt und ob ich meine Daten dementsprechend in diesem Moment dann auch, ob ich da in Aktion treten muss, ob ich irgendwas lösen muss. Das ist das sogenannte Management-Dashboard. Da habe ich verschiedene zur Auswahl. Die suche ich mir ganz einfach raus, indem ich mir hier raussuche, was für ein Dashboard möchte ich denn gerne auf meinem Schirm haben. Das zweite Thema, was wir hier sehen, sind unsere Topologien. Das heißt, ich habe hier verschiedene Anzeigen, wo ich mir anschauen kann, möchte ich mir meine Applikation anschauen, möchte ich mir meine einzelnen Komponenten anschauen. Das heißt also, ich kann mir jederzeit schauen, wenn ich zum Beispiel jetzt nach einer Komponente schauen möchte, ich möchte zum Beispiel nach einem Storage Array schauen, dann kann ich direkt nach diesem Storage Array filtern und kann sagen, ich möchte jetzt quasi nur nach meiner VNX schauen. Das heißt, dann bekomme ich quasi alle angeschlossenen Komponenten von meiner VNX und kann dementsprechend dann von hier dann auch rein oder raus drillen. Das ist quasi die Möglichkeit, wie ich eine Topologie habe. Entities auf der linken Seite oder Inventory zeigen mir all meine Entities an. Vielleicht kurz ein Beispiel oder eine Erklärung, was eine Entity ist. Ein Server ist eine Entity. Das heißt, wir können jeden einzelnen Server darstellen. Wir können jeden einzelnen HBA von diesem Server darstellen. Jeder einzelne HBA ist eine eigene Entity. Jeder eigene Port auf diesem HBA ist ebenfalls eine eigene Entity. Und diese ganzen Entities sind hier hinterlegt. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite unsere Applikationen. Wir haben unsere Konversationen. Wir haben alle unsere Compute-Entities drin haben. Das wären hier die ESX, die Cluster, die Datastore, die Host, die VMs, die Hyper-V, die Power-VM, die IP, die Ethernet-Ports. Unser physikalisches Netzwerk geht von dem physikalischen Switch über die Fabric, über den Logical Switch, über die WLANs. Und dann auf der Storage-Seite sehen wir dementsprechend unser SAN, unser NAS, unser Software-Defined Storage. Alarme, wie der Name schon sagt, spricht für sich selbst. Hier liegen meine Alarme hinten dran. Hier sehe ich meine Cases, die aufgelaufen sind. Und auch von hier kann ich dementsprechend direkt in mein Troubleshooting mit reingehen. Die Reports hatten wir eben schon mal angezeigt. Das ist das Repository, wo ich all meine Reports hinterlegt habe, wo ich dementsprechend meine Reports auch ändern kann. Das heißt, wir haben jetzt hier meine Morning Views. Dauert einen kleinen Moment, bis das System die Daten liefert. In dem Moment, das hängt wahrscheinlich jetzt am LAN dran oder am WLAN.
In dem Moment, wo meine Daten geladen sind, werden die automatisch mit den aktuellsten Daten populiert und ich habe meine aktuellste Ansicht. Wenn ich mir anschauen möchte, über welchen Zeitrahmen reden wir denn gerade, ich muss noch einen Moment warten, bis die Daten da sind, dann kann ich Ihnen das auch mal zeigen. Das dauert lang heute. Wenn meine Daten da sind, das heißt, ich kann eigentlich, kann ich mir auswählen, welchen Zeitrahmen möchte ich den gerne anschauen. Das heißt, ich kann mir anschauen die letzten 5 Minuten, die letzten 15 Minuten, die letzten 2 Stunden, 6 Stunden, 24 Stunden. Oder aber ich suche mir einen bestimmten Zeitrahmen aus. Ich möchte gerne wissen, von samstags morgens um 2 bis samstags morgens um 3. Da hatte ich ein Problem. Da möchte ich quasi zu diesem Zeitpunkt all meine Daten sehen. Vielleicht mal ganz kurz, wie kreiere ich so etwas? Das heißt, wenn ich jetzt mal so eine neue Row mal aufmache, ich zeige, wähle aus, wo möchte ich mein neues Widget denn platzieren, kann das selbstverständlich dann auch verschieben und kopieren, bin da frei. Ich möchte mir neue Daten anzeigen lassen, ich gehe einfach auf Add und er erklärt mir, welche Chart-Types habe ich denn zur Verfügung. Wenn ich drüber fahre, bekomme ich schon mal eine Information, wie dieses Chart-Type denn aussehen würde. Das heißt, möchte ich so einen Bar-Chart haben, möchte ich einen List-Chart haben mit den Alarmierungen, möchte ich einen Trend-Chart haben oder ein Histogramm, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe mit unseren Antwortzeiten. Also es gibt verschiedene Dinge. Wenn ich mal ein Beispiel gebe, weil das funktioniert für alle gleich, das ist relativ einfach. Ich möchte einen Trend-Chart, das heißt einen Linien-Chart machen und ich möchte mir meine Top anschauen. Top heißt immer Top oder Bottom, die Komponenten mit den meisten oder mit den wenigsten. Das heißt, die Switchports mit der meisten Auslastung, mit dem meisten Durchsatz, mit der wenigsten Fehlern, die Storageports mit der höchsten Antwortzeit oder mit der geringsten Antwortzeit. Also so ist das Prinzip. Ich wähle aus meine Top 10 oder 20 oder 30 oder 40. Ich nehme jetzt einfach mal hier meine Storageports, weil dann sieht man am schnellsten was. Meine Top-Storage-Ports und ich möchte gerne nach, nehmen wir das erste, nach meiner Antwortzeit gucken. Das heißt, zeige mir in dem Fall meine Top 10 Storage-Ports nach meiner Antwortzeit an. Ich gebe OK. Weiter muss ich nichts machen. Ich bekomme alle meine Daten quasi zu diesem Zeitpunkt. Auch hier kann ich reindrillen, ich kann rausdrillen, ich schaue mir meine Daten an. Wenn ich reindrille, sehe ich quasi hier meine Daten. Ich schalte die Informationen, die mich nicht interessieren, schalte ich einfach ein und aus. Das alles mache ich hier quasi im Report-Tab. Die Analytics-Tabs hatten wir vorhin schon mal ganz kurz geklärt. Das sind meine Analyse-Geschichten hinten dran. Da kann ich vielleicht aber auch noch mal ganz kurz, muss ich gerade auf die Uhr gucken, 5 Minuten noch. Da kann ich noch mal ganz kurz zeigen, wie zum Beispiel unser Balance Finder funktioniert. Ich mache mal einen ganz neuen auf, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt. Ich möchte gerne wissen, wie sind meine Server, wie sind die im Moment connected. Ich nehme alle meine Applikationen mit rein. Das mache ich auch alles nur einmal. Wenn ich das einmal gemacht habe, speichere ich das als Template ab, dann brauche ich es quasi nur noch zu starten, dann habe ich wirklich nur noch einen Mausklick, dann würden wir quasi hier starten und ich bekomme quasi sofort ad hoc die Information. Für diesen Zeitrahmen, 3/4 meiner Server sind balanced, ein Viertel meiner Server sind imbalanced und wenn ich ein Stück weit weiter runter gehe, bekomme ich quasi alle meine Details. Ein Balanced Server sieht so aus, ich habe hier meinen QE-ESX1, ich habe 2 HBAs, ich sehe, die sind relativ gleich, was die Megabyte pro Sekunde angeht. Ich kann mir anschauen, an welchen Hostport sie angeschlossen sind, an welchem Switchport, an welcher Fabric. Habe ich hingegen einen Imbalanced Host, dann sieht es quasi so aus. Ich habe auch hier 2 HBAs. Der eine macht allerdings nur 2 Megabyte pro Sekunde, der andere macht 13. Das heißt, wir sind Imbalanced, da muss es einen Grund dafür geben. Auch hier sehe ich wieder, was ist angeschlossen, wo. Und wenn ich auf die Lupe gehe, kann ich mir das ganze Thema natürlich auch über den Zeitrahmen anschauen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel 2 Balanced Ports hatte und zu irgendeinem Zeitpunkt ist der eine auf Null gefallen und der andere hat quasi mehr Last erzeugt, dann kann ich mir anschauen, was war denn zu diesem Zeitpunkt passiert. Auch hier kann ich wieder reindrillen, kann rausdrillen, alles das, was ich mir so vorstelle. Somit schaffe ich mir relativ schnell einen Überblick davon, ob meine HBA-Anbindung wirklich gesund ist, ob ich wirklich alles redundant angebunden habe und ob auch wirklich alles balanced ist. Ja, und last but not least habe ich hier noch mein, ich habe es nicht gespeichert, das ist richtig, last but not least habe ich hier noch mein Konfigurations
mein Konfigurationstab. Hier mache ich all meine grundsätzlichen Einstellungen. Hier habe ich meine User, meine Password Policy. Hier habe ich auch meine Integrationen. Das heißt also, wenn ich hier neue Integrationen mit starte, zum Beispiel hier mein VMware vCenter oder mein Power VM oder mein Scale.io, wenn ich Software Defined habe, mein NetApp, Hyper-V, SSH WMI, das mache ich dementsprechend alles hier. Und dann, last but not least, kann ich auch einstellen, für alle die, denen die schwarze Farbe nicht gefällt, ich kann es dementsprechend auch auf hell stellen und damit habe ich quasi eine andere Ansicht und ich sehe alles in hell. Ich möchte noch eins dazufügen, was zu der Frage vorhin nochmal aufgekommen ist, wohin unterscheiden wir uns? Stellen Sie sich mal vor, Ihre Infrastruktur wie eine Landkarte von Deutschland. Sie haben Hamburg oben, Sie haben Stuttgart, Sie haben Frankfurt in der Mitte, Sie haben München unten. Oben Hamburg ist Ihr Server, Frankfurt, Stuttgart sind dementsprechend Ihre Switch-Infrastrukturen, München unten ist Ihr Storage. Ihre traditionellen Monitoring-Systeme kennen München, kennen Frankfurt, kennen Stuttgart, kennen Hamburg. Wir kennen Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, München auch, aber wir kennen auch jede Straße zwischendrin, zwischen Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, München und jedes Auto, was diese Straße befährt. Das heißt, wir wissen, wo jedes Auto sich zu welchem Zeitpunkt befindet. Und wenn sich irgendein Stau bildet, irgendwo auf meiner Infrastruktur, dann wissen wir das auch. Und dadurch können wir auch voraussagen, wo sich ein Problem anbahnt und wie dieses Problem zu lösen ist. So. Ja, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Ja. Oder eine Analogie zum Schluss. Jetzt ist es nämlich 17 Uhr und die 60 Minuten sind rum. Und ich möchte mich ganz herzlich für die Teilnahme an dem Webinar und die Unterstützung von meiner Seite aus nochmal ganz herzlich bedanken. Und ja, vielleicht nochmal kurz rüber zu Virtual Instruments. Kai? Der Herr Beuys hat sich schon ausgeschaltet. Oh, der Herr Beuys hat nur seinen Mute-Button nicht gefunden, das kommt vor. Ich wollte mich auch nochmal bedanken, vor allen Dingen bei Norbert Deutschle, für die Möglichkeit, uns hier zu präsentieren. Also vielen Dank nochmal dafür. Und ich wollte aber auch nicht umhin kommen, mich zu bedanken für die Fragen. Wir wollen natürlich im Nachgang auch gerne noch weitere Fragen beantworten, die vielleicht noch aufgekommen sind. Kontaktdaten wollte ich hier nochmal ganz kurz in den Webcast mit eingeblendet haben. Falls dann im Nachgang noch irgendwas ist, stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung per E-Mail oder auch über das Kontaktformular auf unserer Webseite können Sie uns jederzeit erreichen. Wir würden uns freuen, von Ihnen bald zu hören und bedanke mich nochmal und wünsche noch einen schönen Nachmittag und Abend. Wiederschauen. Ja. Dankeschön. Danke, tschüss. Tschüss.